are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Natürlich, wir sehen endlich beschissen genug aus, können sie das große Zirkus erkunden. Naja, ich denke, wir finden hier nicht viel, deswegen gehen wir einfach direkt mal rein und quatschen mit dem Herrn da drin. Und ja. Everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. Was? Was haben wir denn da für schöne Fässer? Die schauen wir uns doch einfach mal an. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. Guck doch einfach rein. There is a spot on this barrel that... The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Judging cool. By the fractions and the scent, I can confirm. Was wollen die denn in die Luft jagen? Gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Okay, die Fässer. Ansonsten irgendwas Interessantes hier zu sehen? Außer die Fässer natürlich. Was? Da gab's doch gerade was zu untersuchen. Ah, hier. This printing press is old. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. From lambs into lions. Though this poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. Aha. There are enough posters to paste across half of London's walls. Sehr interessant. Was auch immer ich damit anfangen soll. A printing press and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Einfach. Aber wir gucken uns dich erstmal an, du komischer Vogel. Hipster, ey. Komischer, hässlicher Ohrring. Ein Schlüssel um den Hals. Gesicherter Safe. Alles klar. Oh, da hat jemand eine Wunde. Scheiß krimineller Spacko, ey. Oh, ein sehr... Er hat das letzte... den letzten Widder. Knopf, Kopf, Kopf, Dingsbums. Akrobat, das ist unser Mann. Das ist unser Mann, Leute. Das ist unser Mann. Aber das kann ich jetzt noch nicht beweisen. Deswegen erstmal öffnen war erstmal das Schloss.
Hä, das ist alles so verwirrend gerade. So. Ach, was weiß ich. So, und jetzt? Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Scheiße, 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 scheiße. Jonas Aussage, antike Armreif. Scheiße, woher kennen wir ihn? Verhafteter Dieb. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal. And all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died. 7 days ago, in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot, the one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Und wieder fahren wir irgendwo hin. Oh. Aber immerhin wird es jetzt wieder cooler. Wir haben auf jeden Fall so ein bisschen Undercover-Rolle und keine Ahnung. Auch wenn die Verkleidung ziemlich schlecht ist. Aber naja. Es scheint jetzt auf jeden Fall so dem Grand Finale entgegenzugehen. Wir treffen uns mit den Typen um Mitternacht. Are the Hellenistic treasures. Und die beanspruchen wir jetzt für uns selber, oder was? Das geheime Schloss. This lock is quite old. Bla bla bla, das ist ja kein Ding hier, das mache ich ja jeden Tag. Wie soll denn das... Egal. Ich hasse diese Schlüssel. Sie sind kacke. So, jetzt suchen wir natürlich die Nadel im Heuhaufen. Aber hier ein Bücherregal vielleicht. This cupboard is an app. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard... Oh, das ging ja schnell. So, that's the lock. Das ging ja schnell. Och, komm schon. Ey, das ist das beschissenste...
Ich hasse es. Ich krieg's nicht hin. Ich könnte da ewig dran hocken an diesem Kack. What a surprise. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Jetzt bin ich aber gespannt. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard. So, Fallen im Herrenhaus vorbereiten. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Deshalb machen wir was? Was sollen wir jetzt hier machen? This should be. Ah, genau, die können wir ja. Ha! Die könnten wir hier hin platzieren. Hier auf der Treppe können wir die Kette verteilen, zum Beispiel. Oder eben, ja. Although this window is high above the ground. Ja, ist gut. For one of the thieves to attempt to use it for their escape. Da, genau. Die Treppe. Und da platzieren wir jetzt die ganzen Murmeln. One step on these beads and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Und so würde das dann aussehen. Ups. Und fertig. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Gut. Dann hätten wir da oben schon abgesichert. Und hier unten hat es natürlich auch viele Fenster und Möglichkeiten abzuhauen. Hier vielleicht. Nö, das ist barrikadiert. Die sind alle barrikadiert zum Glück. Ah, hier haben wir noch eine Hintertür. This door is a perfect means of escape in an emergency. Wie können wir diese Tür nun? Hier in der Tür. This door leads to a kitchen. Den müssen wir irgendwie abnehmen, vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Gegenstand wird benötigt. Ah, hier einen Stuhl davor stellen, genau. This should be. So, den nehmen wir. Und stellen den dann vor die Tür. The door is now blocked. Perfekt. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Und das stellen wir hier davor. This hatch leads to a cellar. Die Bohnenluke, die könnte vielleicht auch irgendwie hilfreich sein, aber wenn wir diesen Schrank. Nein, ich will doch nur den Schrank da vorstellen. Gut. Ey, wie viele Verstecke hat's denn hier noch? Oder wie viele Möglichkeiten zur Flucht? There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Perfekt. This door is a perfect means of escape in an emergency. Ach, die Tür noch. Die Küchentür haben wir blockiert. Jetzt kommen wir selber nicht mehr raus. Man könnte das Loch ja mit einem Tuch abdecken oder so, aber das ist, glaube ich, nicht so gewollt. Deswegen haben wir hier noch einen Kronleuchter. I wonder what this old chandelier is doing. I suppose that the thieves already tried to open the lock.
Okay. Gegenstand benötigt. Was benötigen wir hier denn jedes Mal? So viel ist in diesem Haus ja gar nicht. Wir sollten vielleicht... Okay, wir können vorbeilaufen. Ich dachte schon, wir können da nicht mehr hoch. Aber was wirklich interessant ist, haben wir hier eh nicht. Deswegen gehen wir direkt wieder runter. Fliegen natürlich nicht hin. Gut, wir haben das hier abgecheckt. Aber eben, wenn jemand über diese Bodenluke springt... This should be useful. Echt? So. Ich glaube, damit können wir den Kronleuchter nochmal wieder dran machen. Das probieren wir direkt mal aus. So. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Was ist das für ein Spielplatz? Das hat hier schon wirklich fast Saw-Niveau, was wir hier haben. Und das ist wirklich lustig. Eben, ich würde noch gerne so eine Decke nehmen, um die dann über diese Bodenluke zu legen. Und wir benötigen hier noch einen Gegenstand. Den finden wir hier gerade nicht. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Boom. Cool. Da kommt keiner durch, dann geht man da lang und da springt man halt drüber. Das ist dann halt ein bisschen kacke. Was könnten wir dafür benutzen? Dieses Laken. Nein. Hä? Gut, hier haben wir schon fette. What a surprise. Da können wir nichts mehr machen. Aber ich beende den Part mal hier. Oh, den Teppich. Genau, den nehmen wir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao. This should be useful.